sehe mal, wie du das machst. Und machst du mal so, guck mal dieses. Mal so dieses ganz schnell. Und dann auch manchmal diese langen Bewegungen so. Ey, Justin, du hast so gut aufgepasst. Und zwischendurch kannst du auch mal desinfizieren, dann, wenn das Material runter ist. Oder bleibt, soll der nur so lackiert werden? Nee, ich will nur einen Nagel. Kann ich erstmal aufessen? Ja, na klar, geh. Super. Erzählt Sandy was von deinem Nebenjob. Ich habe dir angeboten, meine Füße zu zeigen. Ist ja nie gesagt. Ich hab da gesagt, ja. Jolien hat. Nee, gesagt. So, jetzt hast du allen gezeigt, die nicht mehr ins Nagelstudio gehen können, wie man einen Nagel runterkriegt. Ist doch nicht schwer, oder? Naja, die haben ja nicht alle einen Fräser, aber mit der Feile. Aber mit dem Tipp wartet ihr, ja? Aua, nicht so doll. Oh Gott, wird mir schlecht. Und du denkst dran, Guck mal, dass ich mache jetzt. einmal so, dann ist alles weg. Ja, weil du auch mit deinem eigenen Finger gerade rüberwuschelst. Super. Das sieht aus wie neu. Ey, Justin. Congratulations. Jetzt gib mir mal hier so einen Knipser, ich mach den mal gerade. Das sieht ja aus Soll ich dir wie. auch noch den Toothpick zeigen, oder wie? Da ist ein Hyponychium, unten drunter musst du erstmal gucken, wo die Haut ist. Hallo, hörst du hier zu? Dreh mal um. Das ist ein Hypobums. Ein Hyponychium ist diese Haut, die hier zu nah am Die ist Nagel. ganz nah am Nagel. Da, wenn du weiter schneidest, schneidest du meine Haut ab. Genau. Dann blutet es. Wo ist es so? Das ist bei jedem kürzer und beim anderen. Hä? Das ist doch schon. Also geht's nicht weiter. Nein, guck Okay. mal. Bei ihr ist Ich die hab Haut vorhin hier schon. schon. Das ist aber nur, wenn ich lange Nägel habe. Das ist dann immer, sonst nicht. Bei Ja. langen Nägeln habe ich die Form. Den Mundschutz nehmen. Jetzt nimmt er hier eine Zilette und trocknet den Kleber weg. Oberhalb. Und deine Kundin fragt dich jetzt, welche Länge. Also musst du ja entscheiden, welche Länge, ne? Welche Länge willst du? Nee, das musst du ja an den anderen. Siehst du es Nee, ja. ich gebe dir den Ach so. Zeigefinger, dass es so ist. Und da knipst du es dann links und rechts ein oder direkt vorne. Gut, und den Rest kannst du jetzt in Form feilen mit der Feile. Du musst komplett alles Glänzende wegkriegen. Das Glänzende. Ja, also anrauen erstmal komplett. Und danach machst du die Form dann. Schön, dass du den festhältst. Was? Den Tipp, der ist ja wirklich weich. Ja, klar. Und dann kannst du so langsam in die Form gehen, so Ballerina-Richtung, wie die anderen sind. Ich muss ihn erstmal weiter anbauen. Was denn du das mit dem Finger her? Was? Wie du den Feldstaub mit dem Finger immer abmachst. Das mache So? ich nicht. Das kannst du nicht bei mir gesehen haben. Aber Das machen ist so habe viele. ich gerade instinktiv gemacht. Hochinteressant. Instinktiv. Weil automatisch immer wieder Fingerfett drauf ist. Merkst du dir? Kann ich ja abschleifen. Nee, kannst du nachher entfetten. Hauptsache, mein Arm sieht braun aus. Damit dir der Nagel nicht bricht, würde ich die Form jetzt erstmal so lassen und entfetten. Weil den kannst du nachher mit Gel noch befeilen, dann kannst du mehr Druck oder den Fräser benutzen. Hört ihr auch zu? Ich weiß, dir macht das Spaß. Ich kriege einen richtigen Krampf in der Hand.
Ich krieg einen richtigen Krampf in der Hand. Von einem Finger. Einmal entfetten. Gut. Kannst du nächstens auch stehen lassen und raufpumpen. Dann nicht mehr rübergehen. Mit deinen Fingern. Ja, das dachte ich mir nicht. Jetzt lässt es trocknen. Ich klatsche gleich eine. Ja, mach doch hier vor Kamera, ne? Ja. Ein paar Clickbaits. So. Ja, reicht. Übertreib mal jetzt deine Rolle. So. Ey, ich muss hier noch ein bisschen was abschneiden. Nein, machst du nachher. Jetzt lässt ihn kurz trocknen. Mit deiner Zwangsstörung, das wird ja was. Hast du jetzt mit deinen Fingern darauf gefasst? Nein. Nee, du nimmst jetzt Isopropanol, da hinten die dicke Flasche. Alter, vergiftest du Leute? Nein, aber wir... Das hier? Nee. Achso, doch, das war richtig die erste, Entschuldigung. Damit dehydrieren wir jetzt den Nagel. Damit, dehydrieren? Ja, ziehen die Feuchtigkeit raus. Davon machst du ein bisschen rauf. Kannst du den Finger wieder hinpacken? Genau, schmatter den Finger ein bisschen ein. Und dann wird er, wenn er trocken ist, richtig weiß. Reicht schon. Am Rand von der Nagelhaut nur ran. Also nicht direkt, nee, warte, auf den Nagel. Auf den Nagel? Auf den Nagel nur. Und dann, genau. Das reicht schon, dann kannst du zumachen. Genau, einfach so durchwischen. Vor Bakterien. Lampe drehen wir schon mal um, weil sie ja da rein muss. Ich nehme mir gerade die Arbeit ab, ne? Ja, voll schön. Jolien? Ja. Und jetzt nimmst du hiervon ein ganz kleines bisschen und machst sozusagen wie Nagellack erstmal die erste Schicht. Hör mal auf, sonst ist da Fett dran. Genau. Und dann streichst du es erstmal in der Mitte ab von ihrem Nagel. Und beschmierst den wirklich so dünn wie möglich. Ja, mach erstmal rauf. Und dann tastest du dich an den Rändern so ran, als ob du die Fläche ausmalst. Aber nicht an die Nagelhaut kommen. Mhm. Und wenn du noch mehr brauchst, dann tunkst du wieder rein. Also oben ist am wichtigsten dann. Hier? Ja, da darfst du nirgendwo am Nagelrand rankommen. Falls es nicht reicht, nimm dir ruhig noch. Und guck mal, wie ordentlich. Und dann geht sie rein in die Lampe. Was sitzt du gerne? Nein, sehe ich so aus. Ja, weil du so eine ruhige Hand hast und so exakt. Nein. Oh Gott, ist mal gleichmäßig hier, Dings. Nee, das ist nicht schlimm, da kommt ja noch was rüber. Ich krieg meine Mucken. Ja, ja, merk schon. Jetzt drückst du ihr 60 Sekunden. So, kannst rein. Das ist automatisch 60. 60 jetzt drücken. In die Mulde. Ja. In die Mulde. Nicht in die Mulde, in die Mulde. So. So. Blöde. Aufbau. Go. Entschuldigung. Warte. Justin. Hm. Einfach ablegen, genau so. Soll ich das da hinlegen? Und jetzt machst du es schwebend. Du streichst es jetzt nicht mehr wie Nagellack, sondern schiebst es. Genau. Perfekt. Und jetzt sorgst du dafür, dass überall was ankommt. Ja. Und
Und dann streichst du noch an den Seiten. Naja, du machst das schon. Der Rest, der jetzt wirklich alles daneben geht, den musst du nachher wegfallen. Fallen. Fräsen, würde ich sagen, oder weg. Das ist egal, ob es bucklig ist. Du fällst ihn ja noch. Ja. Und wenn du von der Seite kommst mit dem Pinsel, kannst du es noch so. Das läuft ja den Nagel runter. Ja. Ist ja nicht gut. Doch, ist doch gut. Dann musst du nicht ganz bis rein. Dann macht er das von alleine. Aber hier hinten läuft er nicht rein. Bist du am Rand hinten schon? Ja, ich weiß Lass nicht. Lass ihn mal kurz aushärten, dann hast du die Masse erstmal hart. Bitte? Du kannst ja danach weitermachen. Gar nicht so schlecht. Geh mal rein, Julien. Mhm. Weil dann musst du da nicht hin und her juckeln. Dann kannst du dir gleich wieder Material nehmen und machst die restlichen. Das ist Material. Mach den mal sauber. Dann kannst du besser sehen. Am besten nur mit der Pinselspitze rausholen, war meine Schuld davor. 50 wiegen würde Gesundheit. Danke. Ja, zu wenig. Oh, guck mal, hast du gut gemacht. Jetzt musst du nur noch die... Scheiße. Er macht das die ganze Zeit alleine. Ja, die ganze Zeit einen Finger. Hier, guck, die Ränder, die müssen stabilisiert werden mit Gel. Damit er nicht wegkracht, da. Nee, hör mal auf, Julien. Und so mit Essen? Julie, nicht wackeln. Das machst du bei mir auch immer. Mhm. Wie, wohin soll mein Essen in den Magen? Ich hab nicht aufgegessen. Dann stellst du in den Kühlschrank. Das ist dein erster Corona-Nagel überhaupt. Lass ihn nochmal zwischen aushärten. Warte. Willst du es jetzt schon drauflegen? Du kannst ruhig ein bisschen mehr nehmen für hinten. Ja, nicht hinten. Doch, du musst hinten, das ist sonst zu dünn. Drück immer bitte 60 und erhol dich. Durchatmen, Finger, ein bisschen Sport. Kannst du aufhören mit der Lampe zu spielen, dass wir durchhärten? Ich wusste ja nicht, dass die reagiert. Naja, machst dreimal und guckst zu, wie sie aus und angeht. Ja, warum macht sie das? Na, weil es ein Sensor ist. Oh, du kannst sie rausmachen. Jetzt hast du doch auf. Jetzt nimmst du dir so einen kleinen Erbsenhaufen ungefähr vorne an die Spitze. Noch ein bisschen mehr. Ja, und dreh so den Pinsel ein, dann läuft's ab. Ja, weiter hin und her, richtig. Finger raus. Julien? Ja. Und das setzt jetzt hier. Ja, perfekt. Ja. Hinten braucht nicht so eine Wurst sein, aber. Ein Vorteil damit zum Im letzten stellen. Zwei Drittel achtest du so ein bisschen, dass es dicker ist. Kannst du meine Hände so filmen, dass sie nicht so fett aussehen? Ja, du kannst auch schwebend arbeiten, ja? Ohne dass du ihren Untergrund berührst. Okay, das reicht schon, Justin. Sonst läuft es. Jetzt machst du hier noch das Reinlaufende weg. Wie denn? Ja, so wie du denken würdest. Oh ne, mach meine Stimme weg, Julien. Ja, die will ich auch nicht hören. Perfekt, und sie kann dann rein. Lass einfach so, du machst es glatt. Justin, es ist gut, lass. Nein! Doch! Lass, das legt sich selber, nein! Du feilst es, geh rein. Das ist eine Lücke. Ich
Man keine Lücke zu feilen. Ja, ich finde es auch schön, dass du so professionell bist, aber sonst läuft's. Oh, der Corona-Kiss. Komplett gelfrei. Und jetzt müssen wir gleich gucken, ob wir die Farbe finden und dann matt, ne? Ja, das mache ich mit dem Buffer. Keine Sorge, kriege ich hin. Ey, sag mal, Justin. Das macht der heimlich. Guck, da ist jetzt diese Lücke. Ja, ist ja egal, das fällst du ja eh weg. Kann ich also nicht, gerade. Kann ich am Ende einfach nur Dings Nagellack rüber machen, dass man die nicht mehr sieht. Nein, du fällst es ja eben. Du warst ja schon nah genug am Rand, ist perfekt. Du fällst doch gleich mal. Machst du gut. So, jetzt ebnest du den kompletten Nagel. Aber musst natürlich das Material drauf lassen, ne? Echt? Also, naja, nicht jetzt zu viel wegnehmen, sondern guck mal von der Seite. Dass die Kurve. Das war eine. Nein, aber ich meine, dass du selber guckst, dass die C-Kurve bleibt. Nicht, dass du so einen flachen. Du kannst ruhig mit Power. Mach lieber mit Gefühl. Ja, mach ruhig. Wenn ich mit Power mache, mache ich am Ende zweimal. Dann sorg erstmal, dass du da deine Lücke am Rand wegkriegst, dann bist du zufrieden. Krieg ich nicht weg, die muss ich auffüllen. Nein! Die kriegst du weg, wenn du die Pfeile hochkant seitlich ran. Genau. Perfekt. Du weißt schon, du musst ja gucken. Ja, du weißt schon wie. Ich glaube, das ist kein Schwein, der vielleicht macht das. So ein gestelltes Foto. Schatzi-Foto. Guck mal, cool. Oben brauchst du auch noch mal ran, ein bisschen klicken. Also siehst du, alles was glänzt, ist sozusagen falsch. Hm? Ja, alles was glänzt. Ja. Siehst du, Kopf ist wirklich nicht logisch. Ja. Dann brauchst du jetzt immer wieder was. Wie? Na, was stehst du? Ja. Wie? Na, das ist auch ganz falsch, was du damit sagst. Na, du hast dich auch schon mal rein. Fallst du auf deinen Daumen? Scheißegal. Hauptsache, der Nagel sieht gut aus. Das ist ja echt schön gemacht. Okay, können wir jetzt langsam aus dem einzelnen Fuß einen Nagel machen? Das ist ein Nagel. Ich ärgere ihn doch nur. Auf jeden Fall kapiert er die Logik. Das macht ja auch sehr, sehr schön. Dann kannst du oben noch ein bisschen am Rand. Hallo? Du bist ja schon voll außer Atem. Hier so ein bisschen am Rand und die Seiten noch so ein bisschen. Aber nicht so steil, sondern so kurvig. Ja, genau, abgerundet an den Seiten. Mach mal hier mit dem. Kannst du den Staub so wegmachen? Lassen? Na, du sagst, wie er dir gefällt. Na, ich meine, die Farbe sieht auch gut aus. Nee, du hast ihn wirklich sehr schön gemacht. Aber ja, wenn du hier guckst, musst du noch ein bisschen die Seiten so abrunden. Ja, das wollte so ich ja hier ist wellig so. Ja. Ach so, genau. Sehe ich doch. Mach schnell. Ich wollte dann, und dann vorne die Spitze begradigen. Schatz, das ist jetzt richtig. Jetzt hast du Gummi. Das machst du richtig. Perfekt. Es wird immer nur in eine Richtung, dann kannst du noch mehr retten. Du kannst nicht mit der anderen Hand feilen, ne? Mit der? Also, dass du jetzt genau, das ist für dich nicht bequem, ne? So abziehen und ransetzen, ne? So, genau. Dann musst du dich nicht so überkreuzen. Heute darf ich ihn bestimmt den ganzen Tag nur mit einem Finger kraulen. Also mit dem, den ich gemacht habe, Schatzi. Ich finde das gut. Hallo, das ist dein erster Nagel. Ja, ist auch alles in Ordnung. Ist alles schön, macht er auch super. Guck dir das an. Darf ich ihn mal sehen? Also da sind andere mit einer Ausbildung fertig und zaubern nur Rotze. Dann siehst du noch, wo was gemacht. Und? Sprüh mal an mit ein bisschen Desinfektion. Wie gefällt er dir so? Kann er so bleiben? Da musst du deine Kundin fragen. Kundin, alle so machen? Was stört dich? Sag ihm. Also ich hätte gern. Hier, schau mal, mein Nagel wird hier. Das ist. Nee. Ey, du hast den aber, abgesehen von der anderen Form, gefällt mir seine viel besser. Ja, dann sag doch nicht noch immer, dass du so schmal willst. Also ich will trotzdem, dass er hier, diese Beule, die er hier hat, dass die zu einer geraden Ebene wird, weißt du? Weil hier, wie so eine Rutsche einfach, so wie hier.
Boah, Alter, du zerquetscht mir die Finger immer. Ja, dann darfst du nicht wegziehen. Schatz, du musst ihm das dann zeigen. Halt sie fest und drück nicht. Was er denn ist der. Ja, denn er ist schöner, kannst du die trotzdem so machen wie den anderen. Ich wollte sagen, dass der zu lang ist noch. Also hier kannst du noch ein bisschen glatt schleifen. Das muss gerade sein. Ja, richtig. Aha. Let's go. Eine komische Skischanze. So, ich mach mal kurz Stopp und mach. Richtig. Perfekt. Dann kriegst du nämlich auch nochmal alles gerade. Das habe ich davor aber schon gemacht, ein bisschen. Gut. Weil da drunter ist manchmal so eine. Das sieht aus wie Pudding da unten. Scheiße, ich wollte vergessen, dass du in die Kamera kommst. Nee. Ich leg das Handy auf dem Nagel. Soll ich herkommen? Okay. Okay. Machen wir. Hoppala, jetzt hast du den Spatel auch gleich. Du hast aufgespießt. Mensch. Schon schwer zu halten, ne? Den Pinsel? Ne, die Kamera. Ja. Was machen wir eigentlich, Justin? Wir füllen die Nägel auf. Super. Also du, ich filme. Du hast ja schon mehr geleistet. Genau. Ich hab dir gezeigt, wie es geht, und jetzt richtig. Bist du dran. Mach ich das so gut? Ja. Ja? Kommt den Original sehr ähnlich. Okay. Rein. Raus. Welchen haben wir jetzt hier? Den kleinen noch. Und den großen. Der fehlt auch noch. Den Dump. Achso, geprimed haben wir schon. Nur mal zur Info. Das war ein bisschen viel. Jawohl. Wer war das bitte? Hallo. Hallo. Wer ist das? Was frage ich denn überhaupt, ne? Los, geh rein. Na, Kili, willst du mitmachen? Ja. Okay, nein. Rein. Tote Hände. Hier logischerweise ein bisschen mehr, ne? Verstehe ich nicht. Na, mehr Material. Warum? Weil der Daumen eine größere Fläche hat als der kleine. Verstehe ich nicht. Ach man, verarsch mich nicht. Ja. Doofkopf, du. Ja, du Doofkopf. Also mein kleiner Zeh ist größer als der große Zeh. Das wäre hässlich. Ich weiß, ja, ich weiß nicht, aber der Daumen eine große Fußball. Ah, c'est joli.